diskutieren seit dieser Woche so viele Unwahrheiten, so viele persönliche Verleumdungen. Viele davon basieren auf anonymen Zitaten. Und da finde ich, da werden persönliche Grenzen auch von mir auch dramatisch überschritten. Und es ist sehr schwer, damit umzugehen, kurz vor Bayern oder kurz nach Bayern. Kam ja auch die Frage auf, was mit meiner Verlängerung ist. Und ich glaube zu wissen und glaube mich zu erinnern, dass ich gesagt habe, wir haben Zeit für diese Verlängerung, weil ich gehe ganz fest davon aus, dass ich nächstes Jahr hier Trainer bin. Dann kennen Sie meine Grundüberzeugung und wir haben deshalb Zeit, weil natürlich eine Vertragsverlängerung keine Urkunde ist, die du als Trainer überreicht bekommst oder eine Medaille, die dir der Club umhängt. Das wäre einigermaßen naiv, wenn ich jetzt nach dieser Woche, in der wir eigentlich dachten, dass wir uns komplett stabilisiert haben und auch in einem komplett ruhigen Umfeld arbeiten und es geschafft haben, das auch alles zu beruhigen, wäre es, glaube ich, einigermaßen naiv von mir zu sagen, boah, natürlich, also was spricht da dagegen? Es ist nicht so leicht, denn es geht nicht um Sport, es geht nicht um sportlichen Misserfolg. Wissen Sie, ich bin auch angewöhnt, ein dickes Fell zu haben. Und angewöhnt, ein dickes Fell zu haben, wenn wir um Sport diskutieren, wenn Sie wegen Sport in die Kritik geraten. Und wenn sich die Kritiken auch manchmal überschlagen oder unfair anfühlen. Aber es geht nicht um Sport. Und natürlich ist in dieser Woche vieles auf den Kopf gestellt worden. Und ich möchte mich jetzt nicht wiederholen in der Wortwahl, aber auf eine Art und Weise, die persönlich zu weit geht und natürlich auch im Bezug auf einen schlimmen Vorfall, bei dem ich mit dabei war. Und trotzdem ist im Moment, steht mein Bedürfnis hinten an, weil ich ja noch mich stark genug fühle, das hinten anzustellen und weil ich mich verpflichtet fühle, meiner Mannschaft und den sportlichen Zielen, für die ich hier angestellt bin, dort auch alles weiterhin zu geben und alles andere muss jetzt warten, auch wenn es sehr schwer fällt. Ich habe zu Beginn der Woche der Mannschaft eigentlich, Beileid ist das falsche Wort, aber ich habe gesagt, dass es mir sehr leid tut, dass ihre Leistung gegen Hoffenheim überhaupt gar nicht mehr stattfindet, dass ihre Leistung gar nicht mehr wahrgenommen wird, dass es sich so auf mich konzentriert und auch letztendlich dann ja auf einer anonymen Basis die Mannschaft und viele Spieler dann ja auch in Schmutz gezogen werden.